Und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anlage bauen. Ich weiß gar nicht, wie wir die Anlage eigentlich nennen. Mineraliengenerierungsanlage ohne Strom. Also ohne Technics-Mod. Weil das Teuerste an der Anlage ist ja wirklich immer die ganze MV-Anlage. Das ist ja das, was immer schwierig ist. Deswegen, ne? Versuchen wir jetzt mal die Anlage ohne Technik zu bauen. Und damit kann sie jeder Dödel bauen, der ein bisschen Mesekristalle hat. Weil viel mehr Rohstoffe als Mese, also seltene Rohstoffe als Mese, brauchst du dafür eigentlich. Alles andere kriegst du ja relativ easy. Ich mach mal kurz hier Uhrzeit. Bam. So, das heißt, wir hatten jetzt hier das Problem, dass wir hier einmal einen Injektor brauchen. Dann machen wir gleich mal ein Stackwise. Genau, du machst. Ist eigentlich egal, aber ich mache trotzdem mal bei Rotation. So, und hier brauchen wir jetzt auch eine Sorting Tube, wo standardmäßig alles nach weiß geht. Aber mit der Ausnahme genau das da nämlich. Das muss gehen. Können wir einfach eigentlich einfach wegschmeißen, ganz ehrlich. Ich meine, man könnte das auch irgendwie in die Kiste mit umleiten, aber letztendlich erstmal für unsere Testanlage kann das weg. Oh, ja, schon drin. Danke. Du kommst nämlich nach Gelb, my friend. Testen? Das Ding müsste jetzt runtergehen. Jawohl, ja. Cool. Und das gleiche brauchen wir auch hier unten. Hier nehmen wir nämlich auch mal eine Trash-Anlage. Also muss ich erstmal hier eine Blume machen. Du kommst auf 0. Oh, hier ein bisschen. Ich geh mal ein bisschen. So, und zwar ist jetzt hier wie folgt. Das alles kommt erstmal wieder rein da. Wir wollen alles. Außer diese beiden Sachen. Diese beiden Sachen machen wir jetzt wie folgt. Keys können wir 1 zu 1 zurückgeben. Das heißt, das kommt bei Rot rein. Bam. Jetzt wird alles, was Keys ist, einfach wiederverwertet. Und dieses gesiebte Keys, das können wir jetzt nicht mehr verwenden. Weil, na wie gesagt, wir haben ja keine Anlage, um das aufzubereiten. Das heißt, das kommt leider einfach in die gelbe Tonne. War da nicht gerade noch Kies? Hä? So. Und schon ist die Anlage perfekt. Er siebt. Die Anlage ist super kompakt, man braucht kaum, also ne, also klar, das Ding ist etwas größer, ist um eins breiter. Wobei man das, ne, also das ist natürlich eine Bauart, die ich bevorzuge, weil sie optisch sehr gut zeigt, was sie macht. Man könnte die Anlage auch kompakter bauen, denke ich, zumal man die Anlage sogar flach bauen kann. Müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall ist der sekundäre Teil, also die Verarbeitung, dann viel, viel kompakter. Und man hat halt eine Kiste, wo man nach wie vor einfach alle Rohstoffe hat. Ah, geht nicht. Oder mit dir? Achso. Doch, genau, der Kies kann rein. Und das Zeug muss weg. Ja, das ist doch eine Schnieke. Machbarkeitsstudie gewesen. Und da wäre jetzt die Frage, wollen wir sowas bei der Anlage hinbauen, die ich da gebaut habe? Für dich selbst. Ne? Da würde das Rohr, statt hier in eine Kiste zu gehen, dann einfach hochgehen oben zu den Dispensern. Und das Rest bleibt dann aber genauso, wie es jetzt hier ist. Problem ist halt letztendlich, weißt du auch bei der Anlage, wenn du von oben rauf guckst, nicht genau, wie sie funktioniert. Weil du siehst ja nicht, was hier drin ist.
Ich meine, man könnte sich natürlich auf der einen Seite vielleicht denken, wenn man sieht, was hier passiert, ne, dann weißt du, aha, es wird erst zu Kies umgearbeitet, also muss dann Hammer im Spiel sein. Dann wird der Kies abgebaut, also muss da eine Schippe im Spiel sein. So, was kann man sich also denken, vielleicht? Oder man könnte auch noch so eine Symbole um drauf machen. Hier ist eine Schippe drin, da ist ein Hammer drin. So eine Item-Frames quasi. Das würde auch funktionieren. Die Anlage ist echt wesentlich kompakter, als ich dachte. Wow. Du hast halt wirklich nur noch eine einzige Verarbeitungseinheit und das war's. Und alles, was die Anlage kostet, ist eigentlich, wie gesagt, bloß Mese. Also man braucht ja einen Injektor. Da würde auch ein Itemwise-Injektor reichen. Der braucht dann nur einmal Mese. Ansonsten bräuchte man hier halt neunmal Mese. Weil leider gibt es halt, ne, da hast halt immer zwei. Naja, was soll's. Das heißt, da brauchst du mindestens einmal Mese. Dann, was wahrscheinlich auch noch teuer ist, ist diese. Genau, hier brauchst du einmal Mese. Du kannst natürlich auch mit deinem normalen Vakuumtube arbeiten. Das geht auch. Da brauchst du gar kein Mese, genau. Wo du aber auf jeden Fall Mese brauchst, ist bei dieser Sorting-Tube. Nein. Achso, doch, ist hier. Ah, genau. Ja, doch, genau. Hier brauchst du mindestens einmal Mese, ein Mesekristall. Dieses Adjustable ist ja das Ding hier. Also, da brauchst du für beides. Gut, das heißt, hier bräuchtest du nur ein Kristall, weil du kriegst aus einem Kristall neun Fragmente. Das heißt, das kriegst du mit einem Diamanten hin. Mit einem Kristall. Das heißt, du bräuchtest hier gerade mal ein Kristall. Hierfür ein Kristall. Für die beide ein Kristall. Und dann für die Sie brauchst du zwei Kristalle. Und das war's. Ach so, halt, warte mal ganz kurz. Ah, okay, man kriegt daraus nur eine. Ja, gut, da muss man also überlegen. Also, wenn du wirklich so wie hier mit zwei arbeiten möchtest. Ja, musst du ja, genau. Also, hier brauchst du auf jeden Fall zwei. Die Frage ist höchstens, ob man da eine Adjustable Vacuum Tube nutzen möchte. Wenn ja, bräuchtest du 5. 1. 2, 3. 4. Genau. Also wenn du hier mit einem Itemwise arbeitest und hier mit einer normalen Vacuum Tube, bräuchtest du nur 4 Mese. Wenn du dort mit einem Adjustable Vacuum Tube arbeiten möchtest, brauchst du 5 Mese. Und wenn du hier mit einem Stackwise-Injektor arbeiten möchtest, was du aber eigentlich nicht brauchst, das Ding hier, das geht auch locker. Itemwise müsste locker schnell genug sein. Da brauchst du kein Stackwise. Nein, das ist ja. Ist nämlich nicht schnell genug, ja. Also du brauchst 4 oder 5 Mese-Kristalle. Mehr brauchst du nicht. Dann kannst du so eine Anlage bauen. Achso, ja gut, okay, und du brauchst Mese hier fürs Mesekon. Ah, okay, da brauchst du natürlich auch noch Mese. Ja, okay, also ein bisschen Mese braucht man schon. Ha? Aber es ist auf jeden Fall viel einfacher als mit einer MV-Anlage. Weil eine MV-Anlage kostet richtig Scheiße. Also. Ja, geil. Machbarkeitsstudie gemacht. Easy. Dann bauen wir die ganze Scheiße mal wieder ab hier. Und überlegen uns, ob wir das Ding bei dem Ding hinbauen. Ich bin eigentlich schon ein bisschen dafür. Achso, gut, da sollte ich vielleicht. Gut, da komme ich nie wieder an den ran. Dann leck mich. Leck du mich auch? So. Lol.
So. Ich mach hier alles kaputt. Der ganze gute Sand. Muss ich alles reparieren? Sonst tötet mich der Ronix. Ah, genau. Lol. Kann man das Ding überlasten, wenn man da massig Zeug reinpackt? Ich schmeiß mal kurz alles weg, was Admin-Zeug ist. Das war's. Und den Rest. Lol. Als ob das Ding einfach unendlich viel Zeug fasst. Ich fasse es ja gar nicht. Ah, okay. Es bricht doch. Okay. Gut. Oder um. Okay, es bricht also doch. Ich dachte schon, das wäre jetzt ein unendlicher Speicher. Na gut, der Speicher ist schlecht, weil du kommst ja nicht mehr ran. So, wenn es einmal drin ist, dann kannst du das Ding halt nur abbauen und du kriegst halt alles mit einmal. Also eine Kiste, sowas wie eine unendlich große Kiste, wird also sowieso nicht. Gut, Clear Inf. Schon wieder falsche Richtung. High-Level-Stuff. Oh. Also ich habe übrigens die Geschwindigkeit wieder auf 1 gesetzt, auf 0. Mit 3 war es mir doch irgendwie zu langsam. So, das ist die Frage. Das heißt, wir müssten eigentlich... Na, das hier müssen wir ein bisschen umbauen. Das Ding auch komplett abbauen und... Dann bräuchte man vor allen Dingen nur noch ein einziges Sieb, ne? Weil der Grund, warum wir 2 Siebe brauchen, ist ja dadurch, dass der sein... Also wirklich alles wieder verwendet, halt stärker ausgelastet ist, wie als eigentlich sein müsste. Aber wie gesagt, das zweite Ding hier ist halt immer kaum... Oh, wobei, geht eigentlich. Na gut, das haben wir jetzt gar nicht getestet, ne? Ob das Ding wirklich stabil läuft mit einem oder ob man da nicht doch 2 braucht. Ich meine, selbst 2 müsste gehen, dann bräuchtest du halt einfach nur eine von so Sorting Pipes mehr. Wobei eigentlich auch nicht. Nö. Du könntest doch ohne eine weiteren Sorting Pipe machen. Ah. Du brauchst aber halt auf jeden Fall 2 Diamanten mehr für den zweiten Sieb. That's for sure. Ich meine, gut, du kannst ja immer noch hier bei dem Ding einfach die Geschwindigkeit so weit runtersetzen, dass ein so Ding ausreicht. Ne? Also wenn das Ding hier zum Beispiel auf eine 3 setzt, dann sollte das sicher 1 ausreichen. Also da hast du auch Mittel und Wege, das zu justieren. Ich traue mir nicht, die Anlage hier abzubauen. Die ist so schön. Guckt euch an. Ist sie nicht wunderbar? Ich glaube, wir lassen die Anlage. Oh, hier sieht man ein bisschen unsere Geschichte, das Licht. Und hier den alten Tunnel. Und es ist der neue. Ah, ne, der da unten ist der alte. Ist schon der neue. Warum ist der neue Tunnel nicht komplett beleuchtet? Oh ja, da fahren sogar Züge. Alter, ist teilweise richtig dunkel. Also komplett schwarz. Respekt. Wer selber macht. Ein guter alter Kreisbogen. Jetzt man sieht genau gar nichts. Sehr nett. Ja, okay. Also das sind dazu. Also, ne, man könnte so eine Anlage bauen, ohne die ganze Technik-Mod. Ohne ganze MV. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt hier so. Irgendwie habe ich mich jetzt doch dran verliebt. Jetzt, wo ich weiß, dass es auch anders geht, will ich das gar nicht mehr anders haben. Der Weg war das Ziel, nicht das Ziel.
Gut, das heißt, was habe ich mir auf welche Scheiße eingesammelt hier? Nein, ich wollte das. Gut, da will man sagen, machen wir jetzt mal mit unserem eigentlichen Let's Play weiter. Haben wir auch schon lange. Was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Kirbys, Haus weiterbauen, Beete zu Ende bauen, Sachen zum Einpflanzen im Backpack 3, also das ist eine Information. Ja. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Hatte ich hier unten diese Meldung. Irritiert. Das kann weg. So. Okay. Ich sollte vielleicht auch nicht mit so einem Tool in der Standardhand rumlaufen. Nicht, dass ich hier direkt aus Schrecken was anklicke und dann bumm, alles tot. Okay. Wie ist eigentlich unsere Anlage? Hinten ist alles gut, ne? Oder ist irgendwas geplatzt? Sollte eigentlich nicht. Aber man weiß ja nie. Ne? Alles gut aus. Okay, gut. Das ist ja gut. So. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz, in welchem Zustand unsere Beete jetzt eigentlich sind. Müssen wir auch was mitnehmen? Auf jeden Fall wahrscheinlich eine Schippe und eine Axt. Haben wir noch irgendwas in den Backpacks aus der Zeit? Oh, hier haben wir noch eine Scheiße. Haben wir noch ein Replacement-Tool? Leg mir am Arsch. Hier haben wir auch noch diverses. Ach ja, guck mal, wir haben sogar Made-Droids. Ja, wie gesagt, das ist leider, ne, wird ja bald ausgetauscht gegen eine neue Mod. Das heißt, das Zeug ist dann alles useless. Also An und Blöcke. Und hier ist der ganze Stuff, den wir einbauen wollen. Und hier ist der Stuff, den wir für die Beete brauchen. Stimmt, kann sein, dass wir unser ganzes Geld ausgegeben haben, um die Sachen hier zu kaufen. Die haben wir alle von diesem kleinen Markt gekauft, ne? Kann sein, dass wir da unser ganzes Geld ausgegeben haben. Das macht Sinn. Ah, doch, das macht auch erschreckend viel Sinn. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein Dirt. Gib mir mal die Dirt. Ich nehme mal ein Stack mit. Ich nehme mal zwei Stacks mit. So. Essen haben wir. Ich glaube nicht, dass ich schon jemand wieder was in den Briefkasten gepackt hat, weil ist ja. Die letzten Aufnahmen sind gerade mal in der Echtzeit gestern gewesen. Also, aber mal schauen. Vielleicht, wenn die Folge raus ist. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge ich die Sachen geöffnet habe. Aber wenn die 8 Folgen, die ich gestern aufgenommen habe, draußen sind, kann ich aber gucken, ob denn sich im Briefkasten wieder was angesammelt hat. So, also, ne, immer her mit Spenden, ne? Also, wenn ihr Sachen habt, immer her damit. Meine kulinarische Vielfalt ervielfaltet sich nicht von selbst. Oder so ähnlich. So, wir brauchen eine Schippe und eine Axt, wollte ich noch mitnehmen. Axt ist da, Schippe ist da. Mehr brauchen wir. Einer doch Wasser. Die Wassereimer brauchen wir. Für die unendlichen Wasserdings. Und das war's eigentlich. Alles andere, Zäune. Aber wir mal gucken. Doink. 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 So, ich habe auch noch eine Kiste. Oh! Und wir haben unser ganzes Geld. Warum haben wir hier unser Geld hingepackt? Macht immer gar keinen Sinn. Menschen. Gut, ich schmeiß auch erstmal alles hier rein. Praktisch, dass wir eine Kiste haben. Sehr gut. Wir brauchen erstmal nur Sand, eine Schippe. Guck mal, wir haben sogar noch Schippe drin. Sand, eine Schippe. Wir brauchen diesen Sand. Zäune, das soll, na, könnt ihr auch schon mitnehmen. So. Genau, der ganze Sand muss noch normaler Sand werden.
Kann ich das mit dem Replacement-Tool machen? Ich habe natürlich. Doch, habe ich. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, wir haben natürlich keins mitgenommen. Aber haben wir. Oh, es geht wirklich. Das ist ja geil. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr raus. Danke dafür. Das ist ja geil. Wir müssen also nur schneller sein, als das Gras nachwachsen kann. Nein! Verdammt! Hä? Er hat das Wasser ersetzt und ich habe... Ah, ne, habe ich nicht. Okay. Gut. Danke dafür. Ich stecke schon wieder fest. Eigentlich kann ich auch hier direkt schon zumachen, ne? Ah, ich hätte jetzt auch noch. Ja, müsste ich ja nicht abtrennen, ne? Ja, ich mache hier mal tatsächlich. Zuckerland hin. Na komm, du auch noch. So, jetzt sollte sich das hier nie wieder grün färben. Oh, hier ist auch noch eine Lücke. Okay, das gleiche jetzt hier. So, dann mal das kopieren und dann... So, jetzt müsste das komplett braun bleiben. So, hier haben wir auch schon Wasser drin. Das heißt, das hier kann auch, wobei können wir erstmal so lassen. So, und hier geht es jetzt weiter. Wir brauchen folgendes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lücke. Da kommt der nächste Weg hin. Genauso wie hier ein Weg hinkommt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Schon wieder ein Sandmonster. Was haben denn die Sandmonster letzte Zeit mit mir zu schaffen? Kein Schwert dabei. Verdammt. Ah ja. Es kriegt eh Schaden. Ah, gerade gestorben. Haha, lol. Wollte gerade sagen, kriegt eh Schaden. Danke, haben wir einen Apfel bekommen. Yay. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist ein Zaun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt dann der Weg hin. Genau, passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt auch. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was abtragen.
So. Und dann schlagen wir jetzt hier die Löcher rein. Schon erst zu viel. Spinnt oder hat das Sand irgendwie ein ganz komisches Geräusch? Klingt ja super ulkig. So. Okay. Ich glaube mal, hier müssen wir ein bisschen patchen, damit das Wasser da rein kann. Das heißt, wir machen... genau. So. Auf die 4 kommt dann das Wasser rauf. Ach nee, doch nicht. Auf die 4. Ah. So, das heißt, wir brauchen hier einen Rand, hier einen Rand, da einen Rand, da einen Rand, da einen Rand. Und dann brauchen wir da einen Rand. Oh, der rettet einen Apfel. Es war kein Monster, es war ein Lebensretter. Schnell! Ich muss zu meinem Bürger! Danke. Wo ist denn der da? Om nom nom nom. Kann gleich mal hier unsere Reiswaffeln mitbringen. Mitnehmen. Genau, so, hier kann jetzt auch zu an der Stelle. So, das ist Feld Nummer 1. Hey. Feld Nummer 2. Ey. So, hier ist der Mittelweg. So, und hier, genau, das passt auch. Ach, diese ganze Gartenarbeit hier mal. Holy Bacamoli. So, 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 so. Out of sand. Dirt. Oh, haben wir noch die nächsten Folgen ein bisschen was zu tun. Das wird uns doch komplett. Ah ja, aber das, nächste Folge. Bis dann.